Die größten Hits des Jahres und die aktuellen Top-Hits aus den Charts. Auf Bravo The Hits 2001. Besser geht's nicht. Mit Shampoos lassen sich Schuppen nicht einfach wegwaschen. Denn die Hauptursache von Schuppen sind Mikroorganismen, die medizinisch reguliert werden müssen. So wird Carzolin, die medizinische Lösung gegen Schuppen, nur zweimal pro Woche anwenden und schon bald können Sie Ihre Schuppen für lange Zeit vergessen. Carzolin, die Schuppenmedizin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Two airplanes have crashed into the World Trade Center. People are jumping out the window. Freedom itself was attacked this morning. Eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Der Gegenschlag, unser Schwerpunktthema. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. Die Polizei der bestätigten Höchstunfälle in den USA, sie wächst praktisch täglich. Mit Ja haben gestimmt. Dass in diesem Afghanistan alle Volksgruppen friedlich miteinander leben können. Die Welt 2008, der Jahresrückblick an den Weihnachtstagen. N24, Ihr Nachrichtensender. Diese Woche im Pro7 CD-Tipp. Der Herr der Ringe, das Kinoereignis mit zwei neuen Songs von Enya. Der Herr der Ringe, die Musik zum Film, jetzt überall. Weihnachten auf Pro7 mit Hollywoods angesagtestem Spaßmacher in einer fantastischen Rolle. Die waren nichts und sind nichts. Wir alle tragen unsere Masken. Dankeschön. Sensationell komisch. Reg diesen Spaß kaputt. Der Film, der die Komödie völlig neu erfunden hat. Cameron Diaz und Jim Carrey in Jim Carrey's Die Maske. Morgen, 20.15 Uhr, Pro7. Sie hatten die Menschen. Das ist doch nur dummes Viehzeug. Tierisch satt. Für uns kann es deshalb nur eine Pflicht geben. Revolution! Moment, was ist das? Ich bin gerade beim Abendessen. Gemeinsam brachen sie auf in eine paradiesische Zukunft. Farm der Tiere. Doch dann... Ab sofort wird ein Spezialkomitee von Schweinen alles entscheiden. Ein höllischer Fehler. Die benehmen sich ja wie Menschen. Attacke! Die Fernsehpremiere. George Orwells fantastischer Roman. Neu verfilmt. Animal Farm. Samstag, 20.15 Uhr. Pro 7.